Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem kleinen Halo 5 News Video auf unserem Kanal. Vor kurzem hat Game Informer eine kleine exklusive Session mit dem Singleplayer von Halo 5 verbringen dürfen und hat wahrscheinlich auch ein paar neue Sachen vom Multiplayer zu sehen bekommen, beziehungsweise es gibt einfach eine Hölle an Infos. Und ich möchte euch das Ganze jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, der Link zum Artikel, soweit man ihn denn als Nicht-Abonnent von Game Informer sehen kann, befindet sich in der Beschreibung und im kommenden Monat werden da wohl auch noch einige News mehr kommen. Also, erstmal zur Kampagne, zum Singleplayer. Man ist wohl jetzt immer mit einem Team von KIs unterwegs, also entweder spielt man das Blue Team oder das Team Osiris. Das Blue Team ist das Team von Master Chief und Team Osiris ist jetzt der Name vom Spartan-Team von Spartan Locke. Die ganzen werden vielleicht ein wenig gegeneinander arbeiten, vielleicht auch ein wenig die Story auf verschiedene Art und Weise aufdecken, aufspüren. Das Ganze wird, denke ich mal, ein wenig wie in Halo 2 ablaufen, wo man dann den Arbiter bzw. den Master Chief immer im fliegenden Wechsel gespielt hat, aber am Ende doch zu einer gemeinsamen Story beigetragen hat. Soweit wir den Aussagen von 343 Industries glauben können, wird Halo 5 wohl das gesamte Halo-Universum maßgeblich verändern, beziehungsweise nach den Ereignissen von Halo 5 wird das Universum nicht mehr dasselbe sein. Die ganze Geschichte von Halo 5 findet wohl 8 Monate nach den Ereignissen von Halo 5 statt und es gibt wohl katastrophale Ereignisse, die ganze Sternsysteme auseinanderreißen, wo keiner so richtig weiß, was da genau passiert. Aber es soll wohl was mit den Massive, also mit den riesigen, massiven, großen, beeindruckenden Guardians zu tun haben, von denen wir auch schon im allerersten Teaser ein bisschen was gesehen haben und auch immer mal wieder ein paar kleine Hints bekommen haben. Die Mission, die Game Informer spielen dürfte, hieß Blue Team und findet auf jeden Fall in der Story zu der Zeit statt, wo das Blue Team definitiv und der Master Chief wahrscheinlich auch noch dem UNSC unterstellt wird. Denn das Blue Team wird ausgesandt, um eine Uni-Einrichtung namens Urgent Moon, also dringender Mond, keine Ahnung, was auch immer, zu untersuchen. In der Opening-Cutscene sieht man dann, wie das Blue Team mit Jetpacks durch Asteroiden fliegt und dann ganz super actionreich wahrscheinlich durch ein Glas in die Einrichtung schlägt und sich dann mit Thruster-Packs über der Oberfläche hält. Und die Allianzler, die da schon bereitstehen und ihre Waffen ziehen und so wahrscheinlich voll sauer sind, werden dann aber irgendwo rausgesogen in die Atmosphäre, bevor sich dann die Luken schließen und das Blue-Team ganz normal weiterarbeiten kann. Was anzumerken ist, ist, dass die Allianz wohl wieder Deutsch oder Englisch spricht, also die jeweilige Sprache, und nicht so wie in Halo 4 irgendeine Alien-Schüsselsprache, was auch immer. Vielleicht gibt es wieder die lustigen Grunts, so wie früher. Wir werden sehen. Dann etwas später kommt der Spieler zu einer Wand und soll diese mit dem Super Spartan Charge, den wir auch schon in der Halo 5 Beta gesehen haben, zerstören. Und hinter dieser Wand wartet dann ein großes Schlachtfeld, wo der Spieler sich eine Hydra schnappen kann. Nachdem dann alle Gegner dort tot sind, läuft der Master Chief, also in dem Fall der Spieler, auch hier im Singleplayer über eine Brücke. Und dann stürzt ein Jäger auf diese Brücke herab. Und die Brücke wird zerstört. Der Master Chief stürzt irgendwo ins Schwarze. Ich kann mir das schon ein bisschen klischeehaft vorstellen, wie er dann da irgendwie von der Dunkelheit verschlungen wird. Und wacht letzten Endes in einer Höhle auf, in einer Cutscene. Ja, dann gibt der Chief ein paar Funksprüche ab. Sierra 117 to Blue Team, report. Sierra 117, does anyone copy? Ja, aber keiner antwortet. Und schließlich hört der Chief eine Stimme. Und diese sagt, John, the domain is open. Meridian is next. You only have 3 days. John, the reclamation is about to begin. Und dann fadet's out. Die Stimme kennt der ein oder andere Spieler vielleicht. Es ist Cortana, die laut Frank O'Connor aus der Erinnerung des Chiefs spricht. Wie das genau erklärt wird, keine Ahnung. Und zum Inhalt ist ja alles ein bisschen so vage, aber es sind ganz viele starke Begriffe, so, keine Ahnung. The domain is open. Ja, also keine Ahnung, die Domäne, das Gebiet, das Reich, der Wirkungsbereich, was auch immer, ist offen, ja. Die Rückgewinnung beginnt, was auch immer. Was heißt das? Heißt das jetzt, dass die Forerunner versuchen, die Verantwortung, die Guidance über die Galaxis zurückzuerobern, was ja zumindest der Didact immer wollte und hatte. Und er hat darauf bestand, dass die Forerunner das einzige Recht darauf haben.
Wir werden sehen. Wie gesagt, wird aber irgendwas mit den Guardians dann, denke ich mal, auch zu tun haben. Genau. Jetzt ein wenig zum von der Story weg und zum Rest des Ganzen. Ja, man ist wie gesagt immer mit KI-Mates unterwegs, also entweder im Blue Team mit Fred, Linda und Kelly mit dem Master Chief oder in Team Osiris, wo man dann Locke spielen wird, mit Tanaka, Buck aus Halo 3 oder Sea Cat als Spartan zurück und Vale, zu denen man ja noch nicht so viel weiß, zumindest ich nicht, weil sie erst im nächsten Buch dann ein wenig erläutert wird. Genau, und im Singleplayer kann man seinen KI-Mates jetzt wohl Befehle geben. Also wenn man zum Beispiel das D-Pad nach oben drückt und auf einen Gegner schaut, dann kann man seine Teammates anweisen, diesen bestimmten Gegner anzugreifen. Man kann auch sagen, dass sie eine bestimmte Waffe aufheben sollen, ein Geschütz bemannen sollen oder endlich, man kann auch sagen, dass sie in ein Fahrzeug einsteigen sollen, beziehungsweise in einen bestimmten Sitz, wenn man jetzt will. Okay, du fährst jetzt mal oder du, keine Ahnung, gehst jetzt an einen Gunner oder du machst das und das, dann kann man denen das jetzt endlich auch mal irgendwie mitteilen, ohne dass man einfach darauf hoffen muss, dass es passiert, so wie es ja bis jetzt immer war. Und jetzt ein neues Feature, wenn man so will, was ich bisher, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ja, wenn ein Teammate down geht, muss er wiederbelebt werden, aber auch wenn man selbst down geht, muss man quasi auch selber wieder vom Boden aufgehoben werden. Hat vielleicht den Vorteil, dass es mehr Flow gibt, also man nicht immer so Checkpoint und man stirbt und dann wird man wieder zurückgesetzt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, nimmt das vielleicht so ein bisschen das alte Gefühl raus, kann ich noch nicht ganz sagen, aber ich bin bisher noch offen, ich kann es einfach nur noch nicht genau sagen. Ja, auch an der Steuerung wurde ein bisschen was verändert, was man jetzt vielleicht nochmal kurz einwerfen würde. Ground Pound, was wir auch bereits aus der Beta können, also dieser Swoosh auf den Boden schlagen und, keine Ahnung, den Gegner die Schilde abziehen, whatever. Was ja in der Beta doch relativ schwierig war, noch irgendwie einen damit zu töten, schweige mal, ist jetzt nicht mehr auf dem Stick, sondern auf dem Nahkampf-Button. Ja, gut. Ich habe es eh kaum benutzt, deswegen kann ich das jetzt noch nicht so viel sagen. Ich fand es immer, ja, so, man macht es for fun, aber jetzt nicht irgendwie, um wirklich effektiv da zu spielen. Ja, genau. Sonst zum Koop kann man sagen, dass jeder Spieler ein anderes hat. ein anderes hat. Damit man auch weiß, wen man spielt. Und ja, desto mehr wirklich ein Spieler man spielt, steigt auch die Schwierigkeit. Das heißt, wenn man zu viel spielt, ist es deutlich schwieriger, als wenn man alleine spielt. Und allgemein können Missionen wohl jetzt auch auf mehreren Wegen gelöst werden. Zum Beispiel in der Master Chief Mission, die ich eben beschrieben habe. Ja, gibt es wohl auch irgendwo einen Lüftungsschacht, durch den man sich durchschleichen kann und krassen Shit. Aber das ist nicht das beste Beispiel, sondern wohl eher, dass man in einem späteren Level mit Team Osiris, wo man dann Locke spielt, bei einem Minenaußenposten von irgendeiner Kolonie ist und die ist quasi verschlossen. Also es gibt einen Lockdown auf diesen Außenposten und den kann man dann auf mehrere Arten und Weisen öffnen. Einmal, indem man alle Gegner tötet, ein zweites Mal, indem man mehrere Terminals findet und Geschütze damit anschaltet oder indem man alle Generatoren, die quasi für diesen Lockdown sorgen, einfach ausschaltet. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es kein Splitscreen-Koop mehr gibt, aber gut, also ich finde es sehr schade, dass es allgemein ja im Gaming momentan in diese Richtung geht, aber man spielt halt doch auch inzwischen, zumindest ich, viel mehr einfach online als im Splitscreen, also das macht man vielleicht mal irgendwann, wenn jetzt ein Freund da ist, klar, und es ist doof, dass es das nicht mehr gibt, aber ich persönlich muss sagen, dass ich mehr deutlich online spiele, deswegen, es ist schade, aber es ist auch kein Weltuntergang. Genau, dann gibt es, wie gesagt, im Koop, wenn man dann wirklich mit Spielern spielt, auch für jeden Spieler nicht nur ein anderes hat, sondern auch jeder hat ein anderes Loadout. So hat im Blue Team der Chief eine AR und eine Magnum, also das Loadout heißt jetzt nicht unbedingt so viele unterschiedliche Fähigkeiten, wobei ich dabei gleich auch nochmal drauf eingehen werde. Ja, Fred hat eine DMA und eine Magnum, Linda hat einen Sniper und eine Magnum, Kelly hat eine Shotgun und eine Magnum und im Team Osiris hatte Locke eine BR und eine Magnum. Tanaka hat eine DMA und eine Magnum, Buck hat einen AR und eine Magnum und Vale hat eine SMG und eine Plasma Pistol. Ja, hat halt jeder eine andere Waffe, mein Gott. Wobei sich das eh dann immer ändert, dann ist das zum Missionsbeginn halt vielleicht so und dann
keine Ahnung, nach 10 Minuten hat man halt schon wieder eine Rocket aufgehoben oder keine Ahnung, irgendwas von der Allianz, whatever. Genau, und es gibt wohl auch, zumindest wurde das so angedeutet, im Logs-Team verschiedene Fähigkeiten oder allgemein gibt es verschiedene Fähigkeiten von den jeweiligen Teammembern, aber das sind halt ist halt in der Kampagne, wie es scheint, und es ist ganz safe. Es ist jetzt auch nichts Großes, aber was vielleicht ganz nett ist. Und zwar wurde da zum Beispiel das Antronos Tracking System oder also irgendwie sowas genannt, kurz ATS. Und das soll dabei helfen, einfach so ein paar Hinweise in der Mission zu finden und wahrscheinlich, keine Ahnung, kleine Info-Terminals und was auch immer. Solche Sachen irgendwie sind dann markiert, gelb oder rot oder keine Ahnung, irgendein Pfeil leuchtet in die Richtung, was auch immer, irgendwie sowas. Und ja, ist vielleicht ganz nett, vielleicht bringt es auch gar nichts, aber es ist da. Genau, und dann kommen wir jetzt noch zum Multiplayer. Es gibt im Halo 5 Multiplayer angeblich am Anfang 20 Multiplayer-Maps, was ja schon, schon mal was ist. Und dann werden bis zum Juni 2016 noch 15 Karten dazukommen per DLC. Könnte man sich jetzt erstmal denken, okay, krass, fast nochmal so viele. Aber das Tolle ist, sie sind kostenlos. Sämtliche Maps werden kostenlos kommen, weil 343 sagt, oder davon ausgeht, dass es bisher immer so war, dass dann irgendwann die Playlists so aussahen, okay, keine Ahnung, 40%, 50% der Spieler haben sich das DLC gekauft und in zwei Playlists war dann das DLC drin. Konnten 50% der Leute, die schon nicht mehr spielen. Dementsprechend wurde die Community ein wenig gespalten. In die Leute, die Geld haben, beziehungsweise Lust haben, sich das zu kaufen, und in die Leute, die einfach keinen Bock drauf haben, beziehungsweise kein Geld haben. Das ist natürlich immer ein Problem gewesen, wie wir alle festgestellt haben, weil es entweder darauf hinausläuft, dass manche Leute das Spiel einfach nicht mehr spielen können, so, nur noch zwei Playlists oder so vielleicht, oder es ist so, dass die Maps einfach gar nicht mehr drankommen. So, obwohl sie ja ganz gut waren. Das war vor allem in Reach und auch in Halo 4 sehr stark, fand ich bemerkbar, weil dann einfach die Map-Packs, man hat sie gekauft und dann irgendwann bringt es einem nichts mehr, weil sie einfach nicht mehr drankommen in der Playlist. Beziehungsweise sehr, sehr selten, was halt echt schade ist. Oder wenn es exklusive Playlists gibt, wo nur die Maps gespielt werden, werden die einfach dann kaum gespielt, weil die Modes den Leuten dann vielleicht nicht gefallen oder irgendwelche Gründe gab es immer. Und das ist jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Schritt. Und allein, weil es 15 Multiplayer-Maps umsonst sind. Und bisher wirken die Maps ja alle auch sehr ausgearbeitet. Und es wurde unter anderem auch eine neue Map vorgestellt. Die heißt Faceim oder so. Und ist im Endeffekt eine Unterwasserbasis, wo dann immer so fette, keine Ahnung, Fische rumschwimmen. Und die hat auch noch eine krasse Story, dass irgendwelche Spartan 2s oder Spartan 2s, die irgendwann entdeckt haben und shit. Und was auch immer. Wurde ja auch oft spekuliert, dass in Halo 5 ja vielleicht das Halo Sandbox nochmal erweitert wird mit Unterwasserfahrzeugen oder generell mit Wasserfahrzeugen. Werden wir sehen. Wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ich find's geil. Und da gibt's ja wohl auch schon welche bei diesen Halo Action-Figuren und shit. Ob das jetzt wirklich kommt, werden wir dann sehen. Aber es wäre vielleicht ein cooles neues Feature und allein für Fun-Modi natürlich. Brillant. Brillant. Des Weiteren haben sie dann natürlich noch gesagt, dass auf der E3 noch mehr Zeug gezeigt wird. Und zwar vor allem, was sie betont haben, war, dass ein neuer Modus angekündigt wird, beziehungsweise gezeigt wird auf der E3, der alle Aspekte des Halo Sandbox vereinen soll. Und dass sie seit 3 Jahren, also seit 2012, also nachdem Halo 4 rausgekommen ist, quasi nur noch an oder sehr viel an diesem Modus gearbeitet haben und die scheinbar bisher schon echt stolz darauf sind. Ich weiß noch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, so Invasion 2.0 oder keine Ahnung. Also, so wie will man alle Aspekte auf einmal haben? So, wird sich zeigen, was sie jetzt darunter verstehen, aber er wird wohl auf der E3 gezeigt, dann machen wir gegebenenfalls auch nochmal ein Video dazu, würde ich mal meinen. Und ja, sonst noch ein paar Dinge, die mir persönlich aufgefallen sind, beziehungsweise die ich nochmal kurz erläutern wollte. Am Anfang des Videos, was so ein bisschen wie ein kleines VI-Doc wirkte, was Game Informer da jetzt hochgeladen hat, war der Original-Soundtrack mal wieder zu hören, der in Halo 4 nur ganz kurz einmal vorkam. Und zwar, wo man zu dem Halo kommt. Kleiner Spoiler, man kommt wieder zu einem Halo ganz kurz, aber inzwischen sollten, denke ich, alle Halo 4 gespielt haben, die das hier jetzt sehen, weil es um Halo 5 geht. Also das freut mich schon mal sehr, dass er zumindest jetzt in dem VI-Doc war.
Vielleicht kommt er wieder öfter vor, wäre auf jeden Fall cool. Ja, dann wollen sie noch möglichst viele Orte in der Galaxie zeigen. Man kommt ja wohl endlich mal auf den Heimatplaneten der Eliten. Was auf jeden Fall ziemlich cool wäre, weil, ne, und der Arbiter kommt wieder vor, ich freue mich schon. Ja, und Bonnie Ross hat nochmal erläutert in diesem VI-Doc, dass es a very different Halo is, but the same feel, oder but it feels the same, whatever. Also es soll anders sein irgendwie und trotzdem gleich bleiben, irgendwie dasselbe Gefühl transportieren und eine neue ja, Generation einläuten. Und bisher wirkt es auch wirklich so, als würden die da sehr viel Leidenschaft reinstecken. Die Bilder war sehr cool und das, was man bisher so hört, ist auch definitiv sehr cool. Und deswegen bin ich definitiv gehypt, aber ich bin immer noch ein bisschen so vorsichtig, weil, Freunde, wir wissen, was passieren kann. Also wir haben das jetzt schon öfter durchgemacht, auch wenn ich nie fand, dass irgendein Halo schlecht war. Nein, keineswegs. Ich hatte mit jedem Halo Spaß, auch mit Halo 4 und auch mit Halo Reach. Es hatte immer irgendwas, was man dem abgewinnen konnte. Und die Halo 5 Beta fand ich sehr, sehr, sehr geil. Und ja, wie gesagt, bisher sieht es gut aus. Was sie jetzt daraus machen, wird sich zeigen. Auf der E3 werden wir dann, denke ich, nochmal einiges sehen, den neuen Modus. Ich hoffe, wir werden auch diese, selbst wenn es nur diese Kampagnenmission oder dieser Ausschnitt aus der Kampagnenmission ist, den wir bisher jetzt beschrieben bekommen haben, wenn wir den nochmal sehen, finde ich das auch ziemlich cool. Und ansonsten, mit Hans the Truth, was sie da gemacht haben, ziemlich coole Sache. Und ich bin sehr hyped. Vor allem auf die Story, aber auch auf den Multiplayer freue ich mich sehr. Genau, was haltet ihr von diesen ganzen News jetzt kurz vor E3? Demnächst gibt es ja dann wohl noch mehr. Und ja, Microsofts Flaggschiff macht sich bisher ja ganz gut mal wieder. Und ja, ich als Fan bin natürlich sehr froh. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen News haltet. Wie euch generell die Entwicklung so gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bewertet das Video, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.